Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Real Heroes Firefighter, der Feuerwehrsimulator. Tag, Herr Nasenbär, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Real Heroes Firefighter. Ihr habt gehört, ich soll in den 39. Stock und das ist der blöde Penner von Vollidiot, der gar nichts kann hier, ne? Habe ich eigentlich schon. Was habe ich denn überhaupt noch gerade? Schlauch, ne? Also, da haben wir es doch. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ins Treppenhaus wahrscheinlich erstmal, ne? Komme ich zur Treppe hinaus? Da hinten oben vielleicht? Weil, ob da Cameron verreckt oder nicht, ist mir eigentlich echt scheiß Bimbel egal, weil der kann eh nix. So, da, Treppenhaus. So, hinauf, hat er gesagt. Also gehen wir hinauf. Ich habe ja alles sowas von im Griff hier bei dem Spiel, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist ja fast schon langweilig. Ja. Okay. Da ist zu, dann machen wir auf. Und jetzt? Bleib, wo du bist. Wir holen dich da raus. Bitte, beeil dich. Ich will nicht abstürzen. Rekrut, bist du das? Ich brauche hier unten Hilfe. Ich habe keinen Zugang zur Wasserleitung. Kannst du das Feuer von da oben löschen? Direkt, Vasquez. Ein Opfer sitzt noch fest, aber der Rekrut hat den Schlauchraum. Gute Arbeit. Ich habe Angst. Schnell! Ist blockiert. Irgendwelche Ideen? Ich soll Ezzy decken. Das ist ja schon wieder ganz schön sexistisch hier, das Spiel. Versaut ist das. Also, ich soll irgendwas von oben decken. Na gut. Ich schaue erstmal hier ein bisschen rum. Ich habe Angst. Schnell! Ja, dann halten wir halt da mal drauf, oder? Das kann ja nicht verkehrt sein. So, ich sag ja, ich habe alles im Griff hier. Ich habe einen dicken Schlauch, das ist wie in Wirklichkeit. Bitte, beeil dich, ich will nicht abstürzen. Halt dich fest, du blöde Lusche. Ist doch wahr, ey. So. Okay. Gute Arbeit, wir sind fast da. Ich kann sie fast erreichen. Also, das machen wir hier mal mit dem Nebelwerfer hier. Wenn man ihn braucht. Bist du sicher, du schaffst das? Ja, ja. Der labert eine Scheiße hier. Und ich muss wieder den ganzen Mist ausbaden. So sieht's nämlich aus. Ich bin für alles verantwortlich hier, in dem Scheißladen hier, damit überhaupt was läuft. Ich habe Angst. Schnell! Dann trinken Schnaps, Mann! Flasche Wodka, dann hast du auch keine Angst mehr. Liebe Kinder, bitte nicht das, was ich jetzt sage, zu Hause nachmachen. Muss man vielleicht an der Stelle auch wieder erwähnen, ne? Ja, was ist das denn hier? Wo ist Match, wenn man ihn braucht? Bist du sicher, du schaffst das? Sprichst du mit mir, Schlampe? Wahrscheinlich. So, ah ja, da unten sind sie, ja. Das müssen wir jetzt wieder mit dem Superstrahl machen. Warte mal, komme ich da hinten durch? Ich habe Angst. Schnell! Meine Fresse, jetzt heul doch nicht ständig hier rum, ey. Dieses Weicheigetour, es geht mir so auf den Sack. Ich bin ja unterwegs, Mann. Kann auch nicht schneller spritzen als ein... Na, ihr wisst schon. Wo ist Match, wenn man ihn braucht? Bist du sicher, du schaffst das? Ja, wo ist denn überhaupt der Dialogfachmann, wenn man ihn braucht? Ja, die sagt dauernd das Gleiche hier. Das geht mir auf den Sack. So. Okay, da müssen wir weitermachen, ne? Die ist klar. Hier unten, Proby. Ja, Proby, das bin ich. Das heißt so viel wie Idiot. Ich habe Angst. Schnell. So. Wir haben sie, Sir. Jetzt nichts wie raus hier. Wir sind so hoch oben. Komm schon, hab doch die Sache holen dich. Ich denke, das waren alle. Alle hilfsbedürftigen Personen geklärt. Achtung an alle. Alle Teams zurück zum Dach. Wir ziehen uns zurück. Der Helikopter kommt, um die Evakuierung zu beenden. Bewegung, das ist die letzte Chance rauszukommen. Jetzt nicht einschlafen. Schnell. Ja, ich muss wieder zum Treppenhaus wahrscheinlich, ne? Würde ich jetzt mal so in meiner Dreistigkeit behaupten.
glaube, ich kam von hier, also deshalb gehe ich da jetzt auch wieder zurück, ne? Ist ja so schlau, der Harald, ne? Ist ja so schlau. Habt ihr neulich ja wieder drunter geschrieben, dass der Harald so schlau ist. Das war sehr nett von euch. Ich meine, das ist natürlich nur die Wahrheit, aber trotzdem. So nett muss man erstmal sein. So, jetzt, und da bin ich doch gekommen, oder? Oder doch nicht? Nee, direkt von hier nicht. Hier ging es irgendwo rein, ne? Oder? Hä? Scheiße. Da? Ja! Genau. Sehr gut. So, und das Dach, ja, das ist meistens oben. Deswegen gehe ich da hoch. Bin ich so schlau? Oh, das sieht wackelig aus. Aber für mich ist das kein Problem. Ich bin der Feuerwehr-Oberfachmann mittlerweile. So, servus. Servus. Wow! Köpfe hoch! Die Dachluke! Halten die Leute sicher! Probi, wo zum Teufel ist Cameron? Direkt hinter Ihnen, Sir. Steh nicht bloß rum, richte den Schlauch auf die Dachluke! Los, los, los! Wie ist ihn? Wenn wir das überleben, wirst du dann mit mir abendessen? Oh! Soll wohl ein Scherz sein. Ja, das nennt man dann Circle Strafing, ja? Das ist wie bei Ego-Shootern. Halte das noch einen Moment in Schach, dann sind wir voll beladen. Naja, wenigstens machen die Kollegen auch ein bisschen was jetzt. Ja, das bumst ganz schön. Ich gehe nicht so nah ran, glaube ich. Das ist irgendwie gerade ein bisschen ungesund. Sollen die Kollegen da so nah rangehen? Okay, das war's. Wir haben alle. Lassen wir den Vogel fliegen. Unser Job hier ist beendet. Und jetzt zum Helipad. Umgehen! Wie? Moment. Wir haben jetzt alles gelöscht und jetzt hauen wir schnell ab, oder was? Oder ist es noch gar nicht alles gelöscht und wir hauen trotzdem ab? Was ist das für ein Schwachsinn? Hallo? Haben wir irgendwie noch einen Termin? Müssen wir noch einkaufen gehen, oder was? Hallo? Ist Ladenschluss gleich, oder wie? Was ist denn los mit euch? Okay, wir ziehen uns zurück. Gute Arbeit, Ladies and Gentlemen. Gut gemacht. Sogar du, Cameron. Gar nichts kann der Cameron. Der kann gar nichts! So, wir können weitermachen gleich, würde ich sagen, ne? Fortfahren. Es ist eine Ehre, Sie heute bei uns zu haben, Captain. Meinst du das sarkastisch? Nein, natürlich nicht. Das ist echt unprofessionell, Cam. Ich wollte... Hältst du den Captain für einen solchen Trottel, dass er nicht kapiert, was du meinst? Hey, aber ich wollte gar nichts weiter sagen. Genug. Ein anonymer Anrufer hat gemeldet, dass Rauch irgendwo aus dem Wissenschafts- und Kunstmuseum kommt. Bis jetzt wurde das nicht bestätigt. Hey, das ist wahrscheinlich sowas wie ein Scherz. Vielleicht. Das Museum wird renoviert. Es dürften also nicht viele Personen da sein. Konzentrieren wir uns darauf, die Quelle des Rauchs zu finden. Hey, ihr kennt ja das alte Sprichwort. Wo Feuer ist, da ist auch Rauch. Morris, Proby, ich will, dass ihr das Museum durchsucht. Alle wurden schon evakuiert. Es sollte also schnell gehen. Ich sag dir, das ist nur ein Scherz. Cameron! Ja, Captain? Prüft das Umfeld! Aber der Ort ist riesig. Ich werde nie fertig damit. Ich meine, jawohl. Komm, Proby, bleib bei mir. Bei wem? Bei Kotaka? Nee, ne? Okay, vielleicht ist es kein Scherz. So, also Tyrannos. Tyrannosaurus, vielleicht muss ich den ja auch retten. So, also da vorne ist jedenfalls der College, da muss ich wahrscheinlich mit. Was steht denn da? Was steht denn da? Was steht denn da? Ich habe meine Kontaktlinsen nicht drin. Das ist so unscharf, ich kann das nicht lesen. So, also Kumpel, was geht? Oh, wenn das mal kein Rauch ist hier. Hallo? Was muss ich machen? Tja, näher rangehen. Hey, sag mal was! Ah. I see. Probi, geh nach rechts, ich geh links. Ein Mammut, es brennt, oh Gott. Warte mal, ist da irgendwelche Schläuche? Hier. Wir haben hier drin eine Wahnsinns-Grillparty. Das schöne Mammut, Mann. Es verbrennt. Das kann doch nicht sein. Save our Mammut. Ich hab mich getäuscht, okay? Ist das, was Sie hören wollen? Es war kein Scherz. Die Brandschutztüren öffnen sich nicht, solange wir diesen Saal nicht geleert haben. Hier drinnen brennen immer noch Sachen. Wow, das riecht gut. So, okay. Das war jetzt, das ist jetzt hier die Säugetierausstellung.
Und da müssen wir natürlich das Mammut retten, ist klar. Und die Wand natürlich auch. Das sieht nicht gut aus, das Mammut. Nein, das sieht wirklich nicht gut aus. Das sieht aus, als ob es ganz gut durch wäre, höchstens. Zu durch! Ach so, ist das gar kein Mammut? Ist das ein Elefant nur? Ein popeliger Scheiß-Elefant? Kann auch sein. Was willst du denn? Hallo? Spritz mich nicht an, Alter. Bin hier im falschen Film oder was? Da, schau mal hin, mein Ex-Chef. Ah, ich lach mich tot. So, das ist ein normales Nashorn. Und noch eins, und noch eins. Und, fertig? Oder brennst du noch irgendwo? Hallo, wo bist denn du? Kumpel, hallo. Wo ist denn der hin? Hallo? Hä? Lassen die mich jetzt allein hier oder was? Da hinten weiter vielleicht? Ha! Wenn ihr beide irgendwelche Kunstwerke seht, rettet sie! Die sind unschätzbar! Nein, ich sehe hier keine Kunstwerke, nur einen Haufen langweiliger Bilder. So, also im Tresor hat's geheißen, soll ich irgendwas retten? Lässt du das Gemälde einfach verbrennen? Wo muss ich denn dann genau hin? Hier oder was? Ich bin doch jetzt im Tresor, ne? Das hier sieht aus wie bei... Probi, beim FBI. Das Gemälde einfach verbrennen? Was denn? Jetzt warte mal, das ist doch der scheiß Tresor, oder nicht? Wir sind hier, um die Bilder zu retten, aber deine Lösung gefällt mir besser. Oh! Ja, toll. Also, nochmal. Keine Ahnung, ich habe wohl irgendwas übersehen gerade. Wenn ihr beide irgendwelche Kunstwerke seht, rettet sie. Die sind unschätzbar. Also, das ist ja eindeutig der Tresor. Ah, Moment! Da kann sich wieder jemand nicht ordentlich ausdrücken. Ich soll die nicht im Tresor suchen und sichern, sondern ich soll die in den Tresor bringen. Also quasi sichern. Meine Fresse. Meine Fresse, ey. Kann man das nicht deutlich formulieren? Naja. Hab's ja schon gemerkt. Schauen wir, was wir sonst noch finden. So, das da hinten schaut nicht gut aus. Nehmen wir auch nur gleich mit hier. Sowas hätte ich auch zeichnen können. Ja, sowas hätte ich auch zeichnen können. Was ist hier drin sonst noch wertvoll? Abgesehen von mir. So. Schnapp! So. Da rein! Okay, das ist alles. Verschließen wir den Tresor. Für immer mit Feindlichen. Okay, löschen wir diese Brände ein für alle Mal. Ja, ist klar. Ist klar. Machen wir. Naja, das macht der Kollege. Dann gehe ich mal da hinten rum. Sag ich mal, ne? Mal alles im Griff hier. So, da ist jetzt da nur noch ein bisschen rot. Das macht nix. Behaupte ich mal. Huch! Ich habe das Holz, das Holzgestell hier ins Feuer geschmissen, damit es besser brennt. Das ist klar, ne? Muss man ja mal abzumachen. Zum Glück ist das Spiel nicht so realistisch. Komm, geh aus. Komm, geh aus. Aus, aus, aus. Mann, ich bin so gut, hä? So, das war's dann soweit hier, würde ich sagen. Der Kollege spritzt irgendwie rum wie Peter Norton, aber kriegt nichts auf die Reihe hier. Wo löscht du denn, du Vollidiot? Hallo? Bin ich hier der Lehrling oder du? Das gibt's ja nicht, ey. Aus Protest müsste ich jetzt eigentlich die Arbeit einstellen. Aber naja, sind wir mal nicht so. Sind wir mal nicht so. Löschen wir das noch. Komm, Proby, bleib bei mir. Der läuft ja komisch. Macht er das jetzt selber auf oder muss ich das wieder? Gut gemacht, Proby. Du bist ein echter Kunstsammler. Schauen wir im nächsten Mal. Ja, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so dass ihr mir ein Like da lasst. Das wäre sehr nett. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht. Ciao, ciao!